Die heutigen drei Figuren erscheinen sehr lebendig, obwohl sie in harten Marmor gehauen sind. Wie Schlangen sind sie ineinander verknotet. Die Statue zeigt zwei Männer und eine Frau, die zu fliehen versucht. Die drei Figuren erzählen eine sehr alte Geschichte, die sich 753 Jahre vor Christi Geburt ereignet haben soll. Als die Stadt Rom gegründet wurde, gab es nur sehr wenige Frauen in der Stadt. Der Gründer Romulus beschloss, mit einer List sich Frauen zu rauben. So veranstaltete er ein Fest. Dazu lud er auch das Nachbarvolk der Sabiner ein. Während des rauschenden Festes stürzten sich plötzlich die römischen Soldaten auf die Frauen der Sabiner und entführten sie. Die Entführung einer dieser Frauen ist mit unserer Statue dargestellt. Die Brüder und Väter der geraubten Frauen schworen Rache und wollten Krieg gegen Rom führen, um ihre Frauen und Töchter zu befreien. Doch die Frauen, die inzwischen mit den Römern verheiratet waren und Kinder hatten, rannten auf das Schlachtfeld und baten die Väter und Brüder, keinen Krieg zu führen, da sie glücklich wären. Darauf schloss Romulus mit dem Anführer der Sabiner Frieden.